Du warst ja aktiver Fußballprofi, bist jetzt Trainer. War es dir damals während deiner aktiven Karriere schon klar, dass du irgendwann mal ins Trainergeschäft einsteigen wirst, oder ist es so plötzlich zufällig eher gekommen? Also ich habe mal zwischenzeitlich als Spieler auch gesagt, das, was ich mit Sicherheit nicht mache, ist Trainer. Und das hat sich dann sehr schnell gedreht nach meiner Karriere. Nee, es kam tatsächlich dann so mit der Aufgabe. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, das Ganze. Und war natürlich damals der Einstieg dadurch, dass mein Onkel dann, der mein Trainer in Wasserburg war, noch krank wurde, habe ich das dann übernommen und mir hat es super viel Spaß gemacht. Hat dich denn irgendeine Trainerlegende oder jemand Es inspiriert? war immer ein Spieler, der auch natürlich hinterfragt hat, warum macht ein Trainer das und wieso, das schon. Aber ich habe ja natürlich auch sehr, sehr viele Trainer in meiner Karriere gehabt. Und das waren jetzt nicht die unbekanntesten, auch nicht die schlechtesten. Ja, es waren ja teilweise auch Legenden dabei wie Benno Möhlmann, Bruno Labbadia, ja, Mike Büskens. Also sehr, sehr viel unterschiedliche Trainer. Wenn man den Namen Haas hört im bayerischen Amateurfußball, dann fällt einem direkt die Erfolgsgeschichte mit Wasserburg ein. Welche Faktoren waren denn damals ausschlaggebend? Ganz, ganz viele, ja. Also ich glaube, an einer Sache kann man das jetzt nicht festmachen. Es hat ja angefangen, dass meine Brüder die Idee hatten. Da hatte ich selber, oder ich habe gerade aufgehört in Rostock, das war mein letztes Jahr als aktiver Profi. Und meine Brüder haben dann ja, kurzerhand entschlossen, dass sie gemeinsam spielen wollen mit meinem Cousin zusammen. Und dann kam das Ganze so zustande. Und dann hat sich das auch wirklich so sukzessive entwickelt und hat so seinen Lauf genommen. Und damals war das noch nie absehbar, dass sowas irgendwann mal entsteht. Jetzt beginnt ein neuer Teil, ein neues Kapitel bei Wacker Burghausen. Ja, es war im Prinzip der nächste Schritt für mich. Ja. Ich wollte dazulernen, ich will immer dazulernen als Trainer. Ich stehe ja ganz am Anfang meiner sozusagen Karriere, ja, als Trainer. Und da brauchst du natürlich auch verschiedene Erfahrungen. Und alles, was du oder was ich jetzt mache, hilft mir wieder weiter oder mich weiterzuentwickeln. Ja. Und dann war das irgendwie so ein logischer Schritt, weil der Verein Burghausen in der Nähe ist. Es ist alles zu fahren, was ich jetzt machen kann. Und ich hatte Lust, diese Aufgabe wirklich in der Regionalliga auch zu machen. Ich dachte oder ich denke, dass ich Wasserburg sehr, sehr gut übergeben habe, ja, auf dem geteilten zweiten Platz. Deswegen, Definitiv. ich glaube, besser kann man es nicht machen. Beim SV Wacker Burghausen wurde jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet mit dem Slogan Zusammenhalten für den SV Wacker Burghausen, bei dem jetzt, glaube ich, sogar über 10.000 Euro zusammengekommen sind. Eine Wahnsinnssumme für so, sagen wir mal jetzt in Anführungszeichen, einen kleinen Verein. Ist das auch so dieses Familiäre, was du auch bei Burghausen haben wolltest? Erstens mal muss ich sagen, es waren viel, viel mehr als 10.000 Euro. Ich glaube, dass die Endsumme irgendwo bei 27.000 Boah, war. Wahnsinn. Und das ist natürlich super genial. Ja. Man muss sich das mal überlegen, dass wirklich Fans da auch komplett dahinter stehen. Und also die ersten oder die Eindrücke, die ich damals schon hatte, die wurden bestätigt. Burghausen ist wirklich ein super gut geführter Verein. Und mir hat's, der Einstieg hat mir super viel Spaß gemacht, ja. Ihr habt eine super Winterrundenvorbereitung praktisch gespielt, seid dann direkt mit einem Klasse-Sieg gegen den viertplatzierten Viktoria Aschaffenburg gestartet. Also wirklich ein super Ergebnis. Nehmt euch jetzt Corona so ein bisschen den Wind aus den Segeln? Ja, es war schon schade, dass wir jetzt das Ganze abbrechen mussten, weil der Start war natürlich genial in Aschaffenburg, der Auswärtssieg. Von dem her hätte ich super gerne jetzt weitergeführt. Jetzt ist es so, es ist ja auch nicht abzusehen, wie lange das Ganze noch dauert. Und es ist einfach, ja, blöde Geschichte. Habt ihr Kleingruppentraining oder muss da jeder Spieler seinen individuellen Fitnessplan oder Laufeinheiten im Wald absolvieren? Wir haben ja jetzt so eine kleine, in Anführungszeichen, Challenge gestartet. Das heißt, es tun sich immer zwei Spieler zusammen, die ein Programm für die Mannschaft entwickeln. Das dauert eine halbe Stunde und jeder macht das vor seinem Laptop. Das ist eine ganz coole Sache, die wir heute jetzt gestartet haben. Und das werden wir jetzt die nächsten Wochen so weiterführen. Die Spiele sind ja erstmal bis vorläufig 31.08. ausgesetzt. Wie sieht denn jetzt eure Planung aus? Plant ihr überhaupt dann schon für die nächste Saison? Ja, wir müssen tatsächlich von Woche zu Woche fast schauen, ja, wie sich das Ganze entwickelt und wann wir letztendlich wieder ein Go bekommen.
weil es natürlich für die Vereine irgendwo ein finanziell sehr, sehr großes Risiko ist. Ja, wen verpflichtest du? Wie läuft das überhaupt mit den Verträgen ab? Ja, das steht ja noch alles gar nicht fest. Und ich würde mir da schon eine Lösung dann von Seiten des BFV dann irgendwo wünschen, wie das Ganze dann irgendwann mal aussehen soll. Weißt du schon, wer zukünftig Kapitän sein wird, nachdem Philipp Meier jetzt nach Schweinfurt wechselt? Nein, weil ich habe das auch damals schon offen gelassen. Für mich war das jetzt nicht eine Entscheidung gegen den Käfig. Ich wollte einfach was ändern, ja. Und wir werden sehen, wer das in Zukunft macht. Was ist jetzt das langfristige Ziel, damit Wacker Burghausen eben jetzt vielleicht auch mal wieder höher spielt, in die dritte Liga aufsteigt zum Beispiel? Letztendlich war es so, dass ich oder jetzt nach Burghausen kam und die Mannschaft auf einem, ja, 2 Punkte, glaube ich, war es vom Relegationsplatz weg. Also deswegen muss man realistisch sein und erstmal schauen, dass man da unten rauskommt. Und dann kann man erstmal schauen, was man dann vorhat. Ja? Also ich kann jetzt nicht anfangen, von der dritten Liga zu erzählen und wir stehen einen Punkt vor der Relegation. Ja. Wäre ein bisschen unglaubwürdig. Der Wasserburger Abteilungsleiter Kevin Hammer meinte mal, Leo, Klammer. oh, dann tut es mir leid, Entschuldigung für den Versprecher. Der meinte mal, Leo Haas gehört in den Profibereich. Also es wäre schön, wenn das irgendwann mal der Fall wäre, ja. Aber man kann natürlich nicht immer alles planen. Ich habe mir für mich eben das Ziel gesteckt, dass ich meine Schritte gehen will, ja, auch von klein auf das Ganze lernen will und nicht zu hoch anzufangen in einer zu hohen Liga, ja. Weil ich denke, als Trainer machst du auch den einen oder anderen Fehler. Mache ich jetzt immer noch, ja. Und das ist auch menschlich. Und wie gesagt, Lernen ist, glaube ich, das Wichtigste. Wie fandest du das damalige Lauftrainingslager in Ingolstadt? Sehr schön, ja. Es war damals so, dass ich nicht mal wusste, wo wir hinfahren. Ich habe dann zum Stefan Leitl, der jetzt Trainer in Greuther Fürth ist, der saß neben mir im Bus, da habe ich gefragt, hey Leute, wo fahren wir eigentlich hin? Oder habe so gefragt, welche Fußballschuhe er dabei hat. Dann habe ich gesagt, hey, du brauchst keine Fußballschuhe. Fußballschuhe? Wie, warum? Ja, wir fahren jetzt Lauftraining. Und ja, das Ganze war dann sehr, 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 sehr spannend, da wir, glaube ich, in 7 Tagen 18 Laufeinheiten hatten und der Rest war Stabi-Einheiten, von dem her. Das habe ich schnell wieder aus meinem Gedächtnis gelöscht. Der BV hat ja entschieden, dass es eben, oder die Vereine auch, dass es keine Geisterspiele geben wird. Wie stehst du so dazu? Ja, ich denke, also der Amateursport ist auf jeden Fall für Zuschauer da auch, ja. Und er finanziert sich auch über die Zuschauer. Ich glaube, Geisterspiele würden überhaupt keinen Sinn machen, jetzt in unserer Lage. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir hoffen natürlich alle, dass der Fußball auch in der Amateurfußball sowie der Profifußball bald weitergeht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Und wünsche noch eine gute Woche. Den Zuschauern natürlich auch. Bleibt gesund, bleibt fit und dann sehen wir uns auf dem Fußballplatz. Vielen Dank. Danke. Ciao, Servus. Danke, ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.